Ja, ich hätte eine Frage an den Spitzenverband der Krankenkassen. Es haben ja heute die internationalen Wochen gegen Rassismus begonnen. Für mich ist klar, jegliche Diskriminierung, egal ob nach Herkunft, Religion, Hautfarbe oder Impfstatus, gehört bekämpft. Die Bundesregierung sieht es ja im vorliegenden Gesetzesentwurf leider anders und will weiterhin die Diskriminierung aufgrund des Impfstatus legitimieren. Das Paul-Ehrlich-Institut berichtet über knapp 250.000 Fälle von Nebenwirkungen und immerhin knapp 30.000 Fälle schwerer Nebenwirkungen nach Impfung. Da die Krankenkassen ja die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bekommen, möchte ich Ihnen die gleiche Frage stellen wie vor 3 Monaten bei der letzten Anhörung zum Infektionsschutzgesetz. Wissen Sie, wie viele Menschen im Nachgang einer Corona-Impfung arbeitsunfähig wurden, beziehungsweise wie viele Arbeitsunfähigkeitstage im Nachgang der Impfung entstanden sind? Frau Dr. Pfeiffer, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Doris Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Wir haben keine aktuellen Auswertungen zur Arbeitsunfähigkeit nach Impfung. Danke für Ihre Antwort. Sie haben Herr Sichert, bitte. Ja, eine Frage noch an den Spitzenverband der Krankenkasse, eine Nachfrage. Haben Sie denn Daten zur Arbeitsunfähigkeit nach Corona-Infektion? Frau Dr. Pfeiffer, bitte. Also ich habe auch hier keine, Entschuldigung, GKV Spitzenverband, Doris Pfeiffer, auch hier habe ich keine aktuelle Auswertung. Dies müsste jeweils vorgenommen werden in Analysen, aber uns liegen keine aktuellen Auswertungen vor. Dankeschön, Herr Sichert. Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch mal eine Frage an den Sachverständigen Tom Lausen. Sie haben sich ja auch intensiv mit den Krankenkassendaten beschäftigt. Können Sie uns vielleicht was zur Arbeitsunfähigkeit nach Impfung bzw. nach Corona-Infektion sagen? Ja, vielen Dank. Tom Lausen, bitte. Tom Lausen, Datenanalyst. Ja, danke schön. Datenanalyst aus Gründeich, Tom Lausen. Ja, ich habe mich mit den Arbeitsunfähigkeitstagen und auch mit den Arztbesuchen nach Impfung und auch mit den Arbeitsunfähigkeitstagen im Zusammenhang mit Corona beschäftigt. Ich bin in dem Zusammenhang mit den Daten der BKK in Deutschland 10,9 Millionen Versicherte in Berührung gekommen und hatte bei der Datensichtung die Möglichkeit zu sehen, dass die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage deutlich gestiegen ist, um etwa das Hundertfache im Rahmen von Impfnebenwirkungen auf 383.170 Tage, allerdings nur für das Quartal 1, 2 und anteilig 3. Diese Daten sind bereits veröffentlicht und auch in meiner Stellungnahme bitte nachzulesen. Und die Tage für Corona-Krankschreibungen, also mit einer U071 Feststellung eines Corona-Testes, sind es nur 374.000 Arbeitsunfähigkeitstage, die von Ärzten bescheinigt worden sind. Darüber hinaus, was wir natürlich nicht sehen können, beziehen wir natürlich auch noch Daten von der INEC. Und bei der INEC sehen wir tatsächlich sehr viele schwerwiegende Fälle, die jetzt das Gesundheitssystem natürlich zusätzlich belasten, die mit Impfnebenwirkungen stationär behandelt werden müssen. Also wir haben alleine 23.000 schwerwiegende Fälle im Jahr 2021, die mit einer Impfnebenwirkungskodierung dort gelandet sind. Und darüber hinaus 3.000, die mit einer Impfnebenwirkungskodierung auf der Intensivstation gelandet sind und auch 282 gestorbene Menschen, die mit einer Impfnebenwirkungskodierung gestorben sind. Und deswegen gehen wir davon aus, dass hier doch genauer geschaut werden muss, insbesondere bei der Abwägung, ob man eine Impfpflicht einführt oder nicht und auch mit diesem Gesetz eine entsprechende Maßnahmenkontrolle in eine Abwägung bringt, ob der Gesundheitsschutz immer besser für die Menschen zu finden ist, wenn bestimmte Maßnahmen im Rahmen der Impfung vorhanden sind. Im Gesetzentwurf ist das Wort. So, Herr Lausen, Sie müssen einen Schlusssatz dürfen Sie noch sprechen. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ja, vielen Dank. Im Bereich der Impfung ist in dem Gesetzesentwurf 137 Mal das Wort Impf zu finden. Und deswegen halte ich es für besonders notwendig, da noch mal eine genauere Abwägung zu machen. Die Überlastung des Gesundheitssystems. Vielen Dank. Vielen Dank.